Ich glaube, ich spinne. Schon gegessen. Jetzt habe ich da 6 Kreise schon gezeichnet. Und jetzt zeige ich euch da was. Wir zeichnen da einen Radius ein. Dann suche ich mir aus einfach da einen Radius. Und meine jetzt dieses Teil. Das nennt sich Kreisausschnitt. So wie bei einer Pizza, wo man was rausschneidet. Diese Strecke da ist B, die Bogenlänge, und da ist ein Radius und da ist ein Radius. Jetzt nehme ich so einen Teil und meine jetzt das Teil, was ich da abgeschnitten habe. Sagt der Name eh schon. Kreisabschnitt. Da haben wir wieder eine Bogenlänge und das ist eine Sehne. Die ist in dem Fall kleiner als der Durchmesser, beliebige Größe. Und da zeichne ich jetzt einfach nur irgendeinen beliebigen zweiten Kreis ein. Und meine jetzt den Teil. Schaut aus wie ein Ring, gell? Darum heißt es nämlich Kreisring. Und der hat 1 da. Einen Radius 1 und 1 da einen Radius 2, immer vom Mittelpunkt aus. Ja, das sind also bestimmte Kreisteile. Und da herunten zeige ich euch noch, wie man das nennt, wenn da eine Gerade und ein Kreis zusammenkommen. Nehmen wir eine beliebige Gerade, zack. Eine Gerade hat immer einen Namen, G. Also ich sage jetzt G dazu, die könnte man irgendwie nennen. Dann hat die genau da und da einen Schnittpunkt mit dem Kreis. Nennen wir den Schnittpunkt 1, nennen wir den Schnittpunkt 2. Schneiden tun sie sich mit der Kreislinie. Und weil die Gerade 2 Schnittpunkte hat, nennt man so etwas Sekante. Jetzt mache ich mir da eine kleine Hilfe. Jetzt habe ich mir da eingezeichnet einen Durchmesser. Und mein Geodreieck hatte da noch ein paar Linien, aber ich nehme wieder die Linie da bei 0. Mache das deckungsgleich. Okay, die überdeckt jetzt genau diesen Durchmesser, den ich mir eingezeichnet habe. Und da herauf fahre ich genauso weit, wie der Kreis da ist. Dann hat diese Gerade, die nennen wir jetzt einfach H, genau einen Schnittpunkt mit dem Kreis. Da haben wir gesagt, das ist der Durchmesser. Und die Gerade steht genau im rechten Winkel drauf. Schnittpunkt. So etwas nennt man
Tangente. Und dann haben wir noch eine dritte. Die nehme ich jetzt so. G, H, dann nennen wir die einfach I. Diese Gerade hat mit der Kreislinie gar keinen Schnittpunkt. So etwas nennt man Passante. Und manche von den Wörtern werden euch sicher bekannt vorkommen. Die kennen wir ja da, die Passanten. Die gehen einfach an der Straße vorbei. Oder an die Häuser vorbei. Jedenfalls keine Berührung. Das kennt man wahrscheinlich von Straßen. Die Tangente. Die geht nur außen am Rand vorbei und berührt die Stadt praktisch nur in einem Punkt. Sekante ist wahrscheinlich das Wort, das euch am unbekanntesten vorkommt. Aber das war's. Das braucht man für einen Kreis.